Hey Leute, hier ist Aldemar mit Project Zomboid. Bevor ich jetzt klicke, damit es losgeht, kurzes Briefing. Ihr habt abgestimmt, entweder im Krankenhaus aufwachen als Kummerpatient, Gefängnisausbruch, zufällig in einer großen Stadt spawnen oder die vier Standard-Spawns in den kleinen Städten. Und gewonnen hat Hochhaus der Gefängnisspawn, ihr Sadisten. Also, los geht's. Story dazu, wir sind im Knast mit unserem Knastbruder Jonathan. Also, so sollte es eigentlich funktionieren. Das Spawn ist leider ein bisschen kaputt. Kann sein, dass da mehrere spawnen. Ist echt schwer. Ich habe schon ein paar Mal probiert. Und wir haben wohl ein Werkzeug mit in den Knast geschmuggelt und wollten damit ausbrechen. Auf einmal sind aber alle verrückt geworden und Jonathan wurde gebissen von einem verrückten Wärter oder was auch immer. Und jetzt drehen alle durch. Los geht's. Viel Spaß, Leute. Jonathan, was ist los? Nein, Jonathan. Jonathan, es tut mir leid. Jonathan. Nein. Oh, hier ein Schlüssel. Oh, das ist gut. Ich habe eben ein paar Mal schon probiert und da war keiner. Oh, das ist echt Glück jetzt. Meine Güte. Anders ist eigentlich auch der Tod. Oh Gott, Jonathan, was soll ich bloß tun? Gott sei Dank hast du den, wer hat denn den Schlüssel weggenommen, der dich gebissen hat? Was haben wir denn hier? Feuerzeug. Ich muss mich beeilen, Leute. Ich kann nicht viel erklären. Trockene Rahmennudeln. Super. Finde ich super. Teddy, der muss mit. Okay, los geht's. Alter, ist Alter, was denn hier passiert? Geht's schon echt los? Jacke. Oh Gott sei Dank kenne ich mich hier aus. Wir sind im südlichen Zellenblock. Weste mit Rautenmuster. Alter, hier ist eine Knarre. Lass mir jetzt mal hier, die brauchen wir nicht. Das letzte, was ich jetzt benutzen will. Hey Leute, tut mir leid, aber ihr müsst wohl noch ein bisschen bleiben. Ihr müsst noch länger sitzen. Okay, schnell hier hoch. Die Modliste müsste in der Videobeschreibung sein. Ich glaube, wir gehen oben lang, oder? Ich kenne den Knast echt auswendig. Deswegen kann ich hier nicht so tun, als wenn ich mich nicht auskennen würde. Oh Gott! Kann man die überhaupt kaputt machen? Also mit draufschlagen geht wohl. Ich weiß gar nicht, ob die Zombies die kaputt kriegen. Also einer. Eine Horde kann. Eine Horde geht. Ich habe auch einen Schlüssel, ne? Hätte ich die Tür aufmachen können, ich Trottel. Oh Gott. Hallo? Ich glaube, das sind die Einzelzellen. Ich habe hier mal gewohnt. Oh, frische Zitrone. Brokkoli, Birne, Gewürzgurken, alles mitnehmen. Ich habe hier mal gewohnt in der Runde. Radio. Oh, Bücher. Es gibt nichts, was ein gutes Buch kurieren kann. Aber die sind schwer. Erstmal ein bisschen erfrischen. Das sind jetzt, glaube ich, die... Ja, nee, da brauchen wir nicht hingehen. Ich glaube... Ich glaube, hier oben ist irgendwo... das Gefängnishospital. Eier hier. Ah, es ist toll, oder? Endlich! Die Welt geht zugrunde und ich kann plündern und looten, was ich will. Was gibt's Schöneres? Im Ernst? Oh Mann. Das gibt's doch nicht. Also, hört ihr das? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, schnell noch irgendwas mitnehmen. Eine Wasserflasche, ja. Oh, Antibiotika. Ich meine, die kommen ja jetzt nicht zu mir hoch, oder? Alter, mein Herz. Wir müssen... Okay, folgendes. Hier ist der Hof. Oh Gott, da kommen die alle, seht ihr das? Und es gibt ein Wachgebäude und da haben die ihre ganzen Waffen. Oh ja, den werde ich mir holen. Na toll, da müssen wir hin. Na toll, super. Ich meine, ich kann...
Oh Mann, oh Mann. Nein, oh Gott! Ich weiß nicht, das hilft nichts, aber ich fühle mich besser. Okay. Scht. Scht. Ach, scheiße! Eine Knarre und Munition, nee, das können wir jetzt echt nicht gebrauchen. Wir sollen die Tür nicht kaputt machen. Okay, wir versuchen es mal. Nimm das! Rohen Stücken. Da, wo wir jetzt hingehen, gibt es noch viel mehr davon. Ja, ich habe halt in letzter Zeit viel Somvold gespielt. Okay, los geht's. Willkommen im Motherload. Woo! Ja, wir spielen den Britter Arsenal Dingens Mods. Es gibt ganz viele Waffen und so. Aber das hat jetzt nicht den Loot-Table erhöht. Aber ich glaube, weil der Loot ist auf selten. Aber hier sind wir natürlich in einem... Wir brauchen auf jeden Fall eine Schrotflinte. Wenn wir jetzt mit einem Colt M4A1... Harris Gunworks 50 BMG, das ist ein Anti-Material Rifle, mit dem man auf Fahrzeuge schießt. Ich glaube, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Bushmaster AR-15. Oh, hier! Model 870 Marine, das ist, glaube ich, eins. Schrotpatrone. Nehmen wir, anbringen, rücken. Willkommen in bei deinem neuen Zuhause. Bei deinem neuen Herrn und Meister. Jetzt brauchen wir nur noch... Da, sehr gut. Oh, sehr gut. 12G Shotgun-Munition. Wir bräuchten Schraubenzieher. Das Munition. Noch mehr Munition. Schalldämpfer für Gewehr. Ich glaube, Schalldämpfer für die Schrotflinte ist Schalldämpfer Shotgun. Hauptsächlich habe ich den Mod auch wegen den... Guck mal, hier sind ganz viele Attachments. Die nehmen wir mal alle mit. Die sind ja nicht schwer. Double Stack 9mm Magazin. Oh Mann. Also mit der Schrotflinte, die benutzt man meist im Spiel auch, weil man, gerade wenn man, der Charakter ist ja nicht gut im Schießen, aber damit levelt man gut. Gerade, und man tötet man am meisten Zombies deswegen halt auch. Das ist jetzt blöd, wir haben keine Tasche. Jetzt müssen wir gerade ein bisschen organisieren. Weil ich weiß nicht. Ja, die lassen wir mal raus. Wir essen uns jetzt mal voll, genau so. ...50 Schuss. Können wir die eigentlich absägen? Yeah. Okay, wir haben das hier ein paar Mal gestreamt, Zomboid. Und es kam ziemlich gut bei euch an. Das ist halt jetzt mal eine Solo-Runde. Okay, das ist jetzt doof. Was machen wir denn jetzt? Ich meine, ich kann nicht alles mitnehmen. Wir müssen also nochmal wiederkommen. Aber ich glaube nicht, dass ich es nochmal schaffe, hier reinzukommen. Von innen dahin zu kommen ist einfacher, als wenn man von außen hier hinfährt oder so. Komm, wir gucken uns nochmal ein bisschen um. Wie sieht's denn aus? Ich bin gesund. Ich meine, geil wäre es, wenn ich mich jetzt abseilen könnte. Wir müssen auf jeden Fall raus ein Auto knacken. Wir sind Einbrecher, das heißt, wir können ein Auto knacken.
Soll ich hier einen mampfen? Knorpel zermatschen? Das Spiel geht leider nicht lauter. Okay. Wir haben noch den Hammer, ne? Den müssen wir jetzt wieder ausrüsten. Gürtel links. So ein Hammer ist eine super Waffe, weil der lange hält. Alter, ich könnte auch einfach hier wohnen. Weil da müsste ich das ganze Gefängnis freiräumen. Ich bin noch gerade am Überlegen. Muss jetzt aufpassen, ne? Weil schon bei zwei Zombies wird schon gefährlich. Aber drei ist eigentlich schon... Okay, okay, hier ist der Aufenthaltsraum. Und hier gibt es noch mehr Klamotten. Moment. Nichts da, du Lappen. Ein paar neue Klamotten. Warum nicht Kratzfänder? Oh ja, yeah, komm. Ein paar neue Schuhe. Haben die keine Stiefel? Oh, hier, Jacke, die ist ganz gut. Ist natürlich ein bisschen heiß dann. Oh, scheiße, jetzt brauche ich Hosen. Ich war noch nie ein Gefangener. Oh, hier, Schlagstock. Yeah, sehr gut. Das ist meine lieblingseinhändige Waffe. Polizei-Deputy-Hut, der ist grau. Warte mal, hier hatten wir doch irgendwo eine Hose. Klar, der Overall macht wahrscheinlich überall 10% Kratz und so. Protection. Ja, sehr gut. Mein Name ist Deputy, ich meine Sheriff Aldemar. Ich bin jetzt der Sheriff von allem. Können wir noch was trinken? Okay, so. Los geht's. Tja, wir kommen nochmal wieder dann wohl. Wie sieht es eigentlich draußen aus? Ja, die sind wegen der Alarmanlage alle reingegangen, oder? Oh. Ja, wir spielen eine modifizierte Schwierigkeit. Und zwar habe ich die Infektion ausgemacht. Die ziemlich immer... Ich finde die ziemlich spaßzerstörend. Man stirbt so schon schnell genug. Okay, komm, wir können Autos klauen. Gucken wir erstmal direkt das erste. Ist zu, können wir direkt vergessen. Nee, danke. Ich kann jetzt keine Werkzeuge mitnehmen. Der Auto, der Schlüssel steckt. Kein Benzin. Niemals auf der Seite aufstehen, wo die Zombies sind. Ich habe das alles gelernt. Ich habe alle Zombie-Filme im Knast durchgeguckt. Ich weiß ganz genau, wie das hier funktioniert. Ich bin das Gesetz. Oh Gott, die hat eine Gabel in sich stecken. Oh, ist das ein Sportwagen? Ich hoffe ja auf ein Ford Mustard. Den kann man nämlich pimpen. Okay, das ist schon mal gut. Ich hätte mal wenigstens erstmal eine... Ich meine, wir brauchen keinen Autoschlüssel. Das ist für uns total irrelevant. Tut sich gar nichts. Wir müssen mal gucken, ob wir einen Benzinkanister finden. Sonst können wir unsere Flasche Wasser benutzen. Oh, schleichen! Sind hier nicht viele Zombies? Alter, hier ist ja nichts los. Die sind echt alle im Knast. Boah, Alter, dass ich das überlebt habe. Hier ist normaler... Hier ist Apokalypse, ja? Alter, guck mal, den brauche ich. Oh, der ist ja cool. Aber wir gucken jetzt erstmal, ob hier einer angeht. Bevor ich jetzt irgendwelche Horden
von Lappen auf mich locke. Zu super, toll. Super, Jackpot nach Jackpot, ey. Also die besten Autos sind tatsächlich Sportwagen. Weil hier zählt Schnelligkeit, die können wir merken. Ach, scheiße. Jetzt kann ich auch. Warte mal, ich habe doch die Flasche Wasser, ne? Machen wir die mal leer, ausgießen. Es tut mir leid. Oh Mann, das muss ich mir merken hier. Sportwagen sind generell rar. Nichts. Machen wir Premiere ausrüsten. Premiere. Na toll, nichts. Nichts. Das ist ja krass. Nichts. Ja, der war leer. Ne? Ja, sowieso. Wie gesagt, Scheiben einschlagen geht. Ah ja, hier. Oh, sehr gut. Für ein paar Meter reicht das. Sehr schön. Den machen wir wieder aus. So, wir machen den noch ein bisschen voller. Und dann versuche ich mal zum Polizeiauto zu kommen. Alter, hier ist normalerweise Apokalypse. Wirklich, das ist krass. Aber es hält sich echt in Grenzen. Ich habe, die Multiplizierung, angeschraubt. Die Zombie-Massen sind Standard. Genau wie bei Apokalypse-Settings. Soweit ich weiß, müsste das genauso sein. Ich hatte erst viele Zombies eingestellt, aber das hat ein bisschen bei den... da ist man direkt mit so 20 Zombies in der Zelle gespawnt. Deswegen konnte ich das leider nicht anlassen. Ich habe gerne viele Zombies. Müsst ihr nicht meinen, ich mache das Spiel leicht, weil Multi-Hit ist auch nicht an. Das ist ja standardmäßig mittlerweile aus. Okay. So, wir lassen ihn stehen und gehen jetzt mal zu dem Polizeiauto. Ich meine, der wäre nicht schlecht, weil damit können wir gut transportieren. Aber das Polizeiauto hat halt, ne, Style und passt zu unserer jetzigen Berufung. Oh, unauffällig? Was denn unauffällig? Ist das irgendwas Neues? Hä? Ach, ich hatte Schleichen und Leichtflüssigkeit schon oben, weil ich Knasti bin. Unauffällig. Oh, das ist gut. Ich habe noch nie Einbrecher gespielt. Und da oben sind sie schon. Oh ja, da. Ich habe 20er-Gruppen gemacht, dass die ganz viel rumlaufen. Oder 25er, glaube ich sogar. Hier ist ein Messer. Der wäre auch nicht schlecht. Ich will den halt kurz schließen. Einfach nur zu wissen, dass er jetzt... Okay. Mal noch nicht an. Die gucken schon. Oh, Benzinkanister. Das ist natürlich super. Ja, wir sind schon voll am Schwitzen. Ja klar, wir haben auch eine Jacke an. So, was steht denn da drauf? State Trooper. Kentucky Police. Bingo 1. Lederhandschuhe. Dankeschön. Eine Sonnenbrille brauchen wir noch. Walkie-Talkie Polizei. Kein Schlüssel und los geht's. Yo! Yeah! Guck mal, sogar mit Antenne. Jetzt müssen wir nur ganz kurz unter die Motorhaube. Guck mal, wir haben sogar einen Rambock vorne. Ich muss wenigstens die Motoren vergleichen. Yeah, guck mal. Jetzt sehen wir doch noch was aus. Okay, sehr gut. Können wir gebrauchen. Heizer ist egal. Motor 54. Ja, 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 ja. Jetzt kommen die Lappen. Ich könnte noch abschleppen und einfach mitnehmen. Oh, der ist natürlich edel.
Scheiße. Ach komm, das können wir noch probieren. Ach, ich sollte nicht so gierig sein. Wir finden noch einen anderen. Ich will das Polizeiauto aber selten. Das gibt's doch nicht! Nein! Nein! So, das war Project Zomboid. Versuch 1. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Oh Mann, ey. Das Spiel ist so rücksichtslos. Haut rein.